Ihr hört »Mein Herz hüpft und lacht« von Rose Lagercrantz. Aus dem Schwedischen von Angelika Kutsch. Gelesen von Ilka Teichmüller. Eine Produktion des Argon Verlags. Ist Dunne wieder. Dunne, die so glücklich ist. Manchmal auch unglücklich, aber das zählt sie nicht. Unglück hält sie nicht aus. Unglück macht sie kaputt. Deshalb schreibt sie für alle traurigen Geschichten einen neuen Schluss. Was Dunne am liebsten mag? Meerschweinchen? In ihren Sachen kramen? Morgens lange ausschlafen und mit ihren Freunden spielen? Wenn es Freunde gab, mit denen sie spielen konnte. Als sie in die Schule kam, kannte sie niemanden in der Klasse, aber jetzt kennt sie alle. Sie kennt Metteborg und Knubbel und Jonathan, der 146 Tiere hat. Stabheuschrecken, die findet er wahnsinnig kuschelig. Und dann kennt sie natürlich Vicky. Jeder kennt Vicky. Vicky, die sich ungefähr alle 5 Minuten die Zähne putzt. Ihre Mama ist Zahnärztin und gibt ihr Fluor. Damit spült Vicky sich jeden Tag den Mund aus. Vicky ist in fast alle Jungen der Klasse verliebt gewesen. Es macht einfach Bumm und sie ist verliebt. Micky auch. An dem Tag, um den es jetzt geht, haben sie sich in Knubbel verliebt. Beide genau gleichzeitig. Vicky wollte ihn fragen, ob er auch in sie verliebt ist. Und Micky wollte ihn fragen, ob er mit ihr gehen will. Sie waren mächtig gespannt, mit welcher von ihnen er gehen wollte. »Wahrscheinlich mit mir«, sagte Micky und betrachtete zufrieden das große Papierherz, das sie gerade ausgeschnitten hatte. »Sei nicht so sicher«, sagte Vicky und zeichnete auch ein Herz. Vicky und Micky machen einander dauernd nach. Sobald Pause war, liefen sie zu Knubbel und packten ihn. »Du willst doch bestimmt mit mir gehen«, schrie Vicky. »Nein, mit mir«, schrie Micky. Knubbel schüttelte die beiden ab, ohne was zu sagen. Für so etwas hatte er keine Zeit. Er musste üben, Tore zu schießen. Nach einer kleinen Weile kam er zurück, aber nicht, um mit ihnen zu reden. Er kam, um Dunne zu fragen, ob sie mit ihm gehen wolle. Und um ihr ein Kaugummi zu schenken, das er in der Tasche hatte. Dann musste er wieder üben, Tore zu schießen. Wenn seine Mannschaft beim Fußball verliert, wird er von seinem Papa ausgeschimpft. Oder sein Papa schimpft auf den Trainer. Dunne schnupperte an dem Kaugummi. Es roch nach Himbeere. Als sie aufschaute, waren Vicky und Micky verschwunden. Sie waren zu den Hüpfkästchen gelaufen. Dunne lief hinterher und fragte, ob sie mitspielen dürfe. Aber Vicky antwortete nicht. Sie behandelte Dunne wie Luft. So nennt man das, wenn jemand so tut, als wäre der andere gar nicht da. Und Micky behandelte sie, als ob sie eine verfaulte Banane wäre. Dunne wurde traurig. Für sie ist das Wichtigste in der Schule, dass alle nett zu ihr sind. »Ihr könnt mein Kaugummi haben, wenn ihr wollt«, sagte sie. »Nein, danke«, schnaubte Micky. »In der Schule ist Kaugummi verboten.« »Weißt du das nicht?«, zischte Vicky und lief zum Klettergerüst. Dunne blieb stehen.